was Großes. Ich glaube, Sie bleiben lieber hier, Rip. Der Laden ist nur für Biker zugelassen. Also schön. Wer von euch ist über mein Auto gefahren? Weshalb braucht er da drinnen nur so lange? Vielleicht hat sich der alte Corley Ärger eingehandelt. Ja, vielleicht haben sie ihn mit nach hinten in den Hof genommen und ihm dann eins übergebraten. Eine hübsche Vorstellung, aber wohl nicht sehr wahrscheinlich. Ich glaube, er wird sie mit ein paar Geschichten aus der guten alten Zeit zu Tode langweilen. Aber Malcolm, ist das nicht illegal? Nein, damals war es das noch nicht. Also, mit wem fährst du heute? Er fährt mit mir. Obwohl ich davon überzeugt bin, dass er viel lieber mit Ihrem kleinen Club fahren sollte. Ich habe Ihnen doch gesagt, Sie sollen den Wagen wagen, Ripburger. Ich habe mir gedacht, dass Sie vielleicht etwas Hilfe bei den Verhandlungen brauchen, Sir. Was für Verhandlungen? Ja, wir sind hierher gekommen, um Ihnen und Ihren Männern Arbeit anzubieten. Mr. Corley würde sich freuen, wenn Sie ihn zur alljährlichen Corley Motors Aktionärsversammlung begleiten. Sieht das hier für Sie aus wie eine Begleitagentur? Für Ihre Bemühungen würden Sie natürlich eine entsprechende Vergütung erhalten. Wir sind nicht interessiert. Es sieht aber sehr danach aus, als könnten Sie das Geld wirklich gut gebrauchen. Hören Sie, ich sagte, wir sind nicht zum Mieten. Die Polecats kann man nicht mieten. Auch nicht, wenn das Malcolm Corleys letzter Wunsch wäre? Ripburger! Jetzt reicht es! Ich werde Sie... Warte eine Sekunde, Malcolm. Wenn's dir nichts ausmacht, würde ich mich gerne mal kurz mit Mr. Ripburger vor der Tür unterhalten. Ausgezeichnete Idee. Der Arzt sagt, dass er nur noch wenige Monate zu leben hat. Das sind für uns alle schlechte Nachrichten. Er ist nicht nur ein netter Kerl, sondern er ist auch der letzte Motorradhersteller, den es hier gibt. Was passiert mit Corley Motors, wenn er stirbt? Keine Sorge, ich habe einen Plan. Und wenn Sie uns zur Aktionärsversammlung begleiten, werden Sie herausfinden, was ich vorhabe. Keine Chance, Ripburger. Die Polecats sind keine Typen zum Mieten. Wenn Sie ein paar Muskeln kaufen wollen, sollten Sie die Rottweiler finden. Der alte Mann sagt, er will die Polecats oder gar nichts. Ich schätze, dann kriegt er wohl gar nichts. Und das ist Ihr letztes Wort? Das ist es. Hören Sie zu, ich mache Ihnen noch ein allerletztes Angebot. Bolus, nimm die Jacke und schwing dich auf sein Motorrad. Wir müssen uns um diesen Doppelzentner-Abschaum kümmern. Es muss wie ein Unfall aussehen. Diese extra steife Krawatte denkt tatsächlich, ich würde ihm die Kontrolle über Corley Motors überlassen, wenn ich gehe. Mann, der kann sich auf eine Überraschung freuen. Hey, wo will Ben denn hin? Ihr Kollege hat sich entschlossen, unser großzügiges Angebot doch noch anzunehmen. Er wollte schon mal vorfahren, um sich die Strecke anzusehen. Tatsächlich. Also gut, Jungs, dann wollen wir mal. Juhu, kommen wir mal. Ich bin schon in Schlimmerem aufgewacht. Irgend so ein Witzbold hat mir die Schlüssel geklaut. Das mag ich gar nicht. Aufmachen! Aufmachen! Ich hab die Tür repariert. Hat geklemmt. Hör zu, ich will keinen Ärger. Halt mich einfach raus aus dieser Scheiße. Ich konnte Nasenringe nie leiden.
Ich auch nicht, aber ich bin gezwungen worden. Sieht aus, als wären dir die Kunden ausgegangen. Ja, deine Gang ist mit diesen wohlgekleideten Herren abgehauen. Also, was soll's sein, Meister? Ich will wissen, wer mir eins übergebraten hat. Vielleicht hat es dich einfach umgehauen. Du solltest lernen, mit Alkohol vorsichtiger umzugehen. Ich glaube, du steckst in der ganzen Scheiße mit drin. Ja, aber was willst du dagegen machen? Was willst du haben? Ich suche meine Schlüssel. Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Willst du was? Wo sind die alle hin? Was bin ich? Reiseleiter auf einer Kreuzfahrt? Vielleicht sind sie gerade auf dem Sonnendeck. Ist das dein Pitbull? Nein, das war ich als Baby. Spiel. Was ist das? Es heißt großes, graues, getropftes Gebilde. Ich habe mal einen Kunstkurs besucht. Willst du was bestellen? Nein. Weißt du, was deiner Nase besser stehen würde? Was? Die Bar. Also hör auf, mich zu verscheißern. In Ordnung, in Ordnung. Ich hab deine Schlüssel, aber ich weiß von nichts. Sie hatten Pistolen. Sie sagten, ich soll dich so lange wie möglich aufhalten. Warum? Ich weiß es nicht. Ich hab gehört, wie sie irgendwas von einem Hinterhalt erzählten, oben an der Straße. Was noch? Nichts, wirklich gar nichts. Hör zu, Mann. Hier sind deine Schlüssel, alles klar? Irgendjemand hat was davon erzählt, dich umzubringen. Und dass es so aussehen soll wie ein Unfall. Da waren sie nicht sehr erfolgreich. Aber warum wollen sie die Polecats in einen Hinterhalt locken? Ich mach mich besser auf den Weg. Auf der Straße bin ich unverwundbar. Niemand kann mich aufhalten. Aber sie versuchen es. Bist du nicht der Nummer 1 Polecat Obermacker? Ja, und du bist mir im Weg. Gewöhn dich dran, Mann, wenn die Rottweilers auf der Straße sind, gehört sie ihnen. Hey, das meine ich ernst. Jemand will die Polecats linken. Jemand will die Polecats linken? Oh Himmel, was sollen wir bloß tun? Das reicht jetzt. Komm schon, Polecätschen. Komm da mit dir. Noch nicht aufgeben.
Ich möchte Ihnen jetzt noch ein allerletztes Mal etwas davon erzählen, ich umzubringen. Und das ist auch für mich jemand etwas davon erzählen, ich umzubringen. Das ist auch nicht von mir ein Plan. Sie hatten Pistolen. Malcolm Corleys letzter Wunsch. Irgendwas von einem Hinterhalt oben an der Straße. Ich habe einen Plan. Das ist ja fürchterlich. Die druckt mein Redakteur besser in Farbe. Ich sollte dir jetzt wohl besser Hilfe besorgen. Oh, hör auf zu nörgeln. Ich kenne hier jemand, der kriegt alles wieder hin. Was bist du? Ich bin Mechanikerin. Und so wie es aussieht, bin ich auch eine ziemlich gute Ärztin. Ich heiße Maureen. Ich heiße Ben. Warum hast du mir eins auf den Kopf gegeben, Maureen? Du hattest einen Unfall. Wood hat dich gefunden. Sie hat dich und dein Bike hierher gebracht. Mein Bike? Was hast du mit meinem Bike gemacht? Ich hab's von den Toten zurückgeholt. Genau wie dich. Ungefähr das Gleiche, was ich auch mit dir gemacht habe. Ich brauche allerdings ein bisschen Hilfe, um fertig zu werden. Wer bist du? Maureen, erinnerst du dich? Wenn das zu schwierig ist, solltest du vielleicht bei Mo bleiben. Hast du auch einen Nachnamen? Ich benutze ihn lieber nicht. Und was ist mit dir? Dasselbe. Dann bleibt es wohl für immer bei Ben und Mo. Ist das eine autorisierte Corley-Werkstatt? Du könntest das hier eine autorisierte Corley-Werkstatt nennen. Aber ohne den offiziellen Papierkram. Ah, ein unrechtmäßiges Corley-Unternehmen. Nenn es lieber ein abtrünniges Corley-Unternehmen. Woher kannst du so gut mit Motorrädern umgehen? Ich bin damit aufgewachsen, mit meinem Vater daran zu arbeiten. Einen ganzen Sommer lang haben wir nichts anderes getan, als diese alte Hardtail wieder in Schuss zu bringen. Wir haben jeden einzelnen Bolzen geschrubbt, bis alles glänzte. Aber eines Tages ist er abgehauen und nie wiedergekommen. Also bin ich zu Toastern gewechselt. Wohnst du in der Stadt? Naja, Melonweed hat nicht viel von einer Stadt. Was übrig ist, sinkt ungefähr einen halben Meter pro Jahr. Die Leute passen sich entweder an oder sie hauen ab. Ich finde das in Ordnung. Kein Gesellschaftstyp? Ich komme mit Toastern besser zurecht, das ist alles. Du scheinst dich mehr für mich zu interessieren als für dein Motorrad. Wie sieht's aus? Sieht besser aus als vorher, aber du musst mir etwas helfen. Die Vordergabel war Schrott, also musst du eine neue besorgen. Und irgendjemand hat mein Schweißgerät gestohlen. Kannst du dir das vorstellen? Ohne das kann ich nicht fertig werden. Und außerdem habe ich den Tank repariert, war gerissen. Aber du hast kein Benzin mehr und ich habe auch keins. Wo soll ich den ganzen Kram finden? Das kriegst du schon hin, starker Mann. Wie soll ich dein Schweißgerät finden? Keine Ahnung. Stell eine Falle auf. Ich kann immer noch nicht glauben, dass jemand mein Schweißgerät gestohlen hat. Wer in der Gegend würde sowas machen? Wo bekomme ich eine neue Gabel her? Naja, es muss keine neue Gabel sein. Einfach nur nicht in winzige Teile zerbrochen. Du könntest erstmal bei Todd fragen, im Wohnwagen auf der anderen Straßenseite. Ihm gehört der Schrottplatz. Wo ist das Benzin? Nun, da ist ein ganzer Turm voll davon, am Rand der Stadt. Ich habe dieses verrückte, irrationale Gefühl, es könnte sich lohnen, da vorbeizuschauen. Ich schätze, damit komme ich klar. Gut. Ich muss aus dieser Stadt raus, schnell. Probleme mit dem Gesetz? Nicht in diesem Bezirk. Warum dann die Eile? Meine Gang steckt in Schwierigkeiten. Die Polecats? Woher weißt du das? Steht hinten auf deiner Jacke. Sie sind auf dem Weg in eine Falle, darum muss ich sie erwischen.
Dann bringen wir diesen bösen Jungen besser wieder auf die Straße, hä? Ich kann dich nicht bezahlen. Hey, diesmal ist es gratis. Ich habe schon ewig nichts mehr angefasst außer Toastern. Mal wieder so eine Maschine in die Finger zu kriegen, war mir ein Vergnügen. Nun, danke. Ja, ja, ist schon gut. Na, ich lass dich wieder an die Arbeit. Sag mir Bescheid, wenn du was gegen Kopfschmerzen brauchst oder so. Ich habe nichts. Wer ist das? Oh, das bin ich und mein Onkel Pete. Er hat sich auf dieser Nerzfarm um mich gekümmert, nachdem Dad abgehauen war. Als er starb, habe ich sie geerbt. Du hast eine Nerzfarm? Naja, das Teil war schon lange, bevor Onkel Pete starb, am Ende. Aber ich gehe immer noch hin, wenn ich mal eine Weile Ruhe brauche. Oh, gut. Du bist noch nicht tot. Dann habe ich was bei dir gut. Ich habe gehört, du hast mir das Leben gerettet. Ja, aber keine Sorge. War nicht meine Absicht. Ich war nur auf der Suche nach ein paar netten Katastrophenfotos. Wen interessiert ein Bild, auf dem ich verblute? Es geht nicht ums Blut. Es geht um die Art, wie du verknotet warst. Du hast ausgesehen wie eine Brezel. Ich muss einen Hinterhalt verhindern. Hinterhalt? Wirklich? Wo? Irgendwo zwischen hier und Corville. Meine Gang begleitet ein paar VIPs zur Corley Motors Aktionärsversammlung. Und an der Straße wartet irgendwo ein Hinterhalt auf sie. Ja? Das ist nicht leicht für mich. Ich brauche... Komm schon, Mann. Spuck's aus. Kannst du mich nachher im Auto mitnehmen? Ich muss diesen Hinterhalt vereiteln. Du hast recht. Wir müssen zu diesem Hinterhalt, in Ordnung. Aber ich fürchte, ich bin zurzeit nicht motorisiert. Wie sind wir dann hierher gekommen? Per Anhalter. Tja, dann gehe ich wohl besser. In Ordnung. Und fahr vorsichtiger. Jemand gefunden, der uns mitnimmt? Nein. Danke fürs Mitnehmen. Jetzt habe ich was bei dir gut. Entweder schweißt jemand da unten, oder das ist eine ziemlich primitive Form der Rundfunkübertragung. Abgeschlossen, aber nicht besonders stabil. Wer ist da draußen? Hey! Ich versuche hier drinnen Kunst zu machen, Kumpel. Ich habe keine Zeit zu vergeuden mit Versagern wie dir. Was willst du? Ey, ich komm ja schon. Gleich kommt ein Typ, der meine Kunstwerke sehen will, also scher dich weg.
the population is greatly decreased, and now the odds are greatly increased that I may someday get a chance to kiss your lips. I thank the Lord each day for the apocalypse. Folks are mostly disfigured. Ich sammle keine Kunst. Und auch nicht, was immer das sein mag. Ich sammle keine Kunst. Und auch nicht, was immer das sein mag. Das ist mein Schweißgerät. Wo hast du das her? Oh, lag irgendwo rum. Eine Gabel und etwas Benzin und wir sind bereit. Das könnte ich nicht aufbrechen. Ich glaube nicht. Wegrennen sehen. Er muss sich im Turm verstecken. Wir haben ihn in der Falle. Gehen wir hoch und schnappen ihn. Ein Schlauch wird dir nicht helfen. Hey, wer ist das da unten im Hof? Das ist der Ding. Oh.
Da drüben! Schnell auf die andere Seite! Dann haben wir ihn in die Ecke gezwängt. Wo ist er hin? Das ist wohl ein Unentschieden, Herr Boss. Nein. Holen wir Verstärkung. Oh, gut. Ist das aus dem Benzinturm? Hm, nicht direkt. Nur noch eine Gabel und wir sind wieder auf der Straße. Warum sollte ich das verschließen? Genau die Gabel, die ich brauche, liegt direkt oben drauf. Platz. Ziemlich verhaltensgestörter Köter. Komm, komm, komm. Bon Appetit, Bastard. Nette Gabel. Wo hast du die gefunden? Direkt neben den Messern und Löffeln. Nun, das ist es. Warte mal kurz draußen, dann mache ich sie fertig. Ich arbeite an einer Überraschung. Ich hasse Überraschungen. In Ordnung, hier kommt sie. Oder was?
Du bist unglaublich. Ich sollte das Teil jeden Tag zur Schrott fahren. Also, was ist die Überraschung? Oh, nur dein durchschnittlicher zulassungswidriger Spezialtreibstoff-Rückstoßbooster der Zerstörerklasse. Ist das dein Ernst? Ja. Aber nur die Vultures haben... Ich habe so meine Beziehungen. Was jetzt? Willst du das Ding ausprobieren oder nicht? Wow, ich wünschte, ich hätte eine Kamera. Ich wünschte, ich könnte mich irgendwie revanchieren. Hau einfach ab, okay? Du vergraulst mir meine Kunden. Wiedersehen, Mo. Und schick mir eine Postkarte vom Hinterhalt. Das gehört? Er ist wieder am Benzinturm. Er hat vielleicht Nerven, das Dreckstück. Los, schnappen wir ihn uns. Alle Einheiten mir nach. Bist du hinter uns? Wo sind die Krawatten? Corley macht einen Boxenstopp. Der hat eine Blase wie ein Fingerhutmann. Red Burger? Hab ihn eine Weile nicht mehr gesehen. Ben, wie sieht's aus, Mann? Hast du irgendwas gefunden? Kriegen wir irgendwelche Schwierigkeiten? Nein. Wir stecken drin. Steck mir den Kopf in den Eimer. Deine sind im Whisky geschwommen. Schöner als sie, das ist keine. Sie hat mir den Atem genommen. Eines Tages, da lieg ich im Sarg. Sie ist eine Frau mit einem Rad, wie ich's mag. Komm schon, alter Mann. Hab ich dich. Jetzt mach irgendwas Kriminelles. Überfall irgendwen oder sowas. Aha, die Handlung verdichtet sich. Du hättest in den Sitzungen nicht über mich lachen sollen, Malcolm. Was für ein Psychopath. Hab dich. Hey, sieh mal, Boss, das hat er in den Büschen gesteckt. Was ist das? Ein Augenstecher. Komm her, ich zeig's dir. Es hat eine Kamera. Ich krieg sie. Nein. Nestor wird sich schon um sie kümmern. Du hast eine sehr wichtige Verabredung mit dem Rest der Corley-Familie. In Ordnung. Aber vergiss nicht, die Kamera zu zerstören. Ja, ja. Also dann, Malcolm, noch einen für unterwegs? Corley? Corley? Ben. Ich schätze, Ripburger konnte nicht auf meinen natürlichen Tod warten. Das passt zu ihm, jemanden zu schlagen, der schon am Boden liegt. Ripburger hat das getan? Ja, er wusste, ich würde sterben. Und er wusste, mit meinem Testament setze ich ihn auf die Straße.
Ben, jetzt will er Corley Motors übernehmen. Verkauft es an Ausländer, entlässt Arbeiter und baut Kleinbusse. Verstehst du mich? Kleinbusse! Du musst dich an ihm für mich rächen, Ben. Versprich mir, dass du ihm sehr wehtun wirst. Das verspreche ich. Ich möchte, dass meine Tochter die Firma übernimmt. Du hast eine Tochter? Ja, und sie ist wirklich ein Mechaniker-Genie, Ben. Schon mit 4 hat sie ihren ersten Vergaser repariert. Ich habe sie immer meinen kleinen Wirbelwind genannt. Finde meine Tochter, Ben. Finde Maureen. Oh. Maureen? Rip Burger ist ein ganzes Stück vor mir. Ich hoffe nur, Maureen kommt klar, bis ich da bin. Die Pistole verstehe ich ja noch. Aber warum sollte er eine Kamera mitbringen? Für wen arbeitet der Kerl? Corley Motors? Nestor, was bewegt sich denn da drüben bei diesem Haufen? Ich weiß nicht, Rip, aber ich glaube, dieser Haufen ist Bowles. Ja. Jetzt erinnere ich mich. Du bist der Kluge von euch beiden, nicht wahr? Da ist Moes Hütte, aber ich sehe keine Limousine. Vielleicht erwischen die Kerle hier. Auf der anderen Seite? Vielleicht auch nicht. Sieht aus, als wäre das hier in Eile durchsucht worden. Nichts als Trümmer, bis auf diese kaputte Kamera. Rückwand offen. Kein Film drin. Mo hat gesagt, sie hätte keine Kamera. Das ist das Bild von Mo und Onkel Pete auf seiner Nerzfarm. Sie hat gesagt, dort fährt sie immer hin, wenn sie eine Weile Ruhe brauchte. Das ist wohl meine einzige Hoffnung im Moment. Der Kerl gehört mir. Sieh mal, ich brauche wirklich jemand, der mich mitnimmt. Weißt du, da drin stinkt zwar ein bisschen, aber ich habe noch nie besser geschlafen. Du musst mir helfen. Such meinen Redakteur in Corville. Sag ihm, dass ich Bilder vom Corley-Mord habe. Du hast Fotos? Ja, aber irgendein Kerl hat meine Kamera genommen. Also, hast du keine Fotos? Naja, ich habe den Kerl bis Mallowreed verfolgt. Aber dahin kriegen mich keine 10 Pferde mehr. Die bringen mich um. Hol meinen Redakteur. Er muss mich hier rausholen. Nimm einen dieser falschen Ausweise, um durch die Straßensperre zu kommen. Meine Karriere hängt von diesen Bildern ab.
Hilf mir, Ben. Du bist meine einzige Hoffnung. Oh, keine Sorge. Ich schulde dir was. Wenn Mirandas Kerl derselbe ist, der Moos Hütte verwüstet hat, dann könnte das Mirandas Kamera gewesen sein. Aber wer hat dann den Film? Hey, Killer! Was? Hey, immer cool bleiben. Dein Geheimnis ist bei mir sicher. Was für ein Geheimnis? Siehst du keine Nachrichten? Und jetzt wieder zu unserem Top-Thema heute Abend. Malcolm Colley, der Besitzer von Colley Motors, wurde heute tot an einem Rastplatz in der Nähe von Mellonwood aufgefunden. Offenbar wurde der großherzige und sozial engagierte Firmengründer brutal und gewaltsam mit einem Stock erschlagen. Unmenschlich roh und ohne jede Gnade. Die Polizei hat eine kriminelle Motorradgang in Gewahrsam genommen, die unter dem Namen die Polecats bekannt ist. Nein. Mit Ausnahme ihres Anführers, der sich immer noch auf der Flucht befindet. Am Highway 9 wurden mehrere Straßensperren aufgestellt und die Polizei verstärkt ihre Suche nach diesem gefährlichen und skrupellosen Kriminellen. Wir sind reingelegt worden. Straßensperren sind scheiße. Ich hätte die Gang nicht hier lassen sollen. Hey, davon will ich überhaupt nichts hören. Du willst mich doch nicht nachträglich zum Mitschuldigen machen. Bleib einfach ruhig, Mann. Scheinst eine Menge Zeit zu haben. Abgesehen davon, deine Hand zu durchlöchern. Störe ich dich irgendwie? Ist das dein Truck vor der Tür? Ich brauche jemanden, der mich mitnimmt. Sehe ich aus wie ein Taxi? Verschwinde. Außerdem lassen die sowieso niemand durch die Straßensperre. Nicht mal Trucker? Die haben mich zurückgeschickt, meinten, reine Polizeiangelegenheit. Schweine. Sieh mal, ich brauch wirklich jemand, der mich mitnimmt. Kannst du vergessen. Warum? Weil du vor ein paar Bullenschiss hast? Nein, weil ich dich nicht leiden kann. Ich glaube nicht, dass das dem Tisch gut tut. Hey, Quahog! Ja, Emmett? Ich steche ein bisschen auf dem Tisch rum, in Ordnung? Der Kunde mit dem Messer hat immer recht. Ich kann das.
und Corley Motors übernimmst. Leite die Firma, wie du es für richtig hältst. In Ordnung, das reicht jetzt. Wie stellt man dieses verdammte Teil ab? Ich bedauere, dass Sie dieses Band hören mussten. Mit einer von Malcolms letzten Therapiesitzungen. Zum Ende hin litt er immer stärker an Halluzinationen. Der wurde von schlimmen Wahnvorstellungen heimgesucht. Und hier ist eine davon. Meine Damen und Herren, ich bin Maureen Corley. Ich habe eine interessante Geschichte für Sie. Und wenn ich damit fertig bin, werden Sie sehen, wieso dieser Mann hier ins Gefängnis gehört. Hey, wo ist der hingelandet? Oh oh, da läuft er. Und dann hat er mir seine Kumpanen auf den Hals gehetzt. Hau nur ab, Rip Burger. Wenn es an der Zeit ist, dich zu suchen, müssen wir nur der Schleimspur folgen. Natürlich richten wir auch Kindertagesstätten ein. Sonst noch Fragen? Oh, wenn man vom Teufel spricht. Komm hier rüber. Ist das nicht toll, Ben? Endlich stehen wir da, wo wir die ganze Zeit schon hin sollten. So, wir besorgen uns jetzt ein Bike und danach holen wir meine Gang aus dem Gefängnis. Und dann sollten wir klären, warum meine Gang nicht aufgetaucht ist, um uns zu helfen. Und dann kaufst du dir ein paar Büroklamotten. Erinnere mich nicht daran. Beschwer dich nicht. Du wirst steinreich sein. Und wenn ich das bin, werde ich mich zurückziehen und ein wenig Ruhe und Frieden genießen. Hast du nicht gesagt, dieses Teil kann sich nicht bewegen? Ich hab gesagt, es kann nicht fliegen. Ich hab nie gesagt, es kann nicht fliegen. Ja, aber fliegen wäre nicht schlecht, weil wir auf die Schlucht zurasen. Rip Burger, du wirst uns alle umbringen. Ben, ruiniere doch nicht das Ende. Wie hält man das Teil an? Im Cockpit. Runter!
viel zum Thema Instrumente. Die hätte ich gebrauchen können. Hier geht gar nichts. Ben, was hast du gemacht? Ben, bist du am Leben? Ich schon, aber was ist mit Ripburger? Ich kann ihn sehen. Er rührt sich nicht. Kletter schnell zurück. Vorsicht, Ben! Arschloch. Ziemlich verhaltensgestörter Köter. Beantwortet die Frage. Warte, komm zurück. Wir brauchen euer Gewicht im Flugzeug. Es mit seinen eigenen Regeln. Er war ein Rätsel für die meisten von uns. Und doch war er Inspiration für uns alle. Er gab uns Freiheit. Er gab uns Stärke, er gab uns Flügel, er gab uns Räder. Ich danke Malcolm Crowley, dass er uns einen Traum gab, der niemals sterben wird. Also dann... Also dann? Vielleicht können wir demnächst mal zusammen essen gehen. Ja, klar. Essen gehen klingt gut. Ben, es wird sich doch überhaupt nichts ändern, oder? Ich meine, nur weil ich jetzt die Firma leite und in einer Villa wohne und in Limousinen rumfahre. Ich meine, das alles bedeutet doch nicht, dass wir keine Zeit mehr zusammen verbringen können, oder? Moe. Hör mal, du spielst jetzt in einer anderen Liga. Du solltest dich nicht mehr mit solchen Typen wie mir abgeben. Aber Ben... Nur eine Sekunde. Ja, hallo? Was hat er? Nein, das ist verrückt. Ist er durchgedreht?
Verschieben Sie die Konferenz auf 5 und sagen Sie dem Vorarbeiter, dass ich gleich selber rüberkomme, um die Teile zu kontrollieren. Ich weiß, das habe ich ihm ja gesagt. Entschuldigung, was haben Sie gerade gesagt? Nein, Sie hätten mit dieser Legierung anfangen müssen. Ja, gut, großartig.